Herzlich willkommen zur 8. Folge der Road to Glory auf meinem Kanal. In diesem Video gibt's wieder einmal die Weekend League Zusammenfassung von dieser Woche. Und ja, wir werden diesmal sehen, ob es diesmal vielleicht mal Gold 1 wurde. Nicht wie die letzten Wochen immer Gold 2. Aber das werdet ihr, wie gesagt, im Verlauf des Videos sehen. Ich habe noch zwei andere Themen, nämlich einmal, wie ich im Moment meine Coins mache. Und natürlich, wie ich mein Team jetzt umbauen will demnächst. Weil ich würde gern den auf LF stehenden Martial rausnehmen. Und dafür gerne Neymar natürlich hinstellen. Ich habe vor, Guardiola von den Icon Swaps zu machen. Ich will mir wirklich nicht jeden mitnehmen. Das dauert einfach mir viel zu lange, muss ich ehrlich sagen. Dazu bin ich auch ein Stück weit zu faul. Und dann nehme ich mir den Guardiola mit, verkaufe meinen Kanté. Und dann wären alle auf Fullcam. So könnte ich mir auch Van Dijk auf jeden Fall in die Innenverteidigung stellen. Ich weiß zwar, dass Kanté jetzt nicht Van Dijk quasi verhindern würde, aber ja, ich passt trotzdem eigentlich so ganz gut. Wie gesagt, Neymar so Fullcam und Robertson in dem Fall auch. Das passt dann ganz gut. Auf jeden Fall, ich habe mein Team, wie gesagt, vor umzubauen. Und zwar habe ich ja gesagt, John Neymar, Robertson will ich auf jeden Fall holen. Dann halt Guardiola durch die Icon-Swaps und Kanté verkaufen. Und Van Dijk will ich mir bald noch holen. Das sind die vier wichtigsten. Und sonst, ich glaube, jetzt habe ich eigentlich keinen vergessen. Doch, ich will mir wahrscheinlich Trent in Form vielleicht noch holen. Aber ich behalte auf jeden Fall Joe Gomez, denn einmal, der hat halt einen Perfect Link zu Trent. Muss ich halt eigentlich behalten, weil sonst kommt er nicht auf Full Cam. Denn ich spiele 4-2-4 Aufstellung und sonst klappt das, glaube ich, nicht von der Cam. Falls ihr andere Ideen habt, könnt ihr auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Aber mir fällt sonst keine andere Möglichkeit ein, irgendwie Walker oder so hinzustellen. Es kann ja theoretisch sein, dass ich Walker in Rot bekomme, weil der vielleicht einen Inform bekommt und es soll ja generell ein sehr starkes Team of the Week geben. Kann nämlich auch beispielsweise sein, dass ein Messi reinkommt, was halt unfassbar krass wäre. Und ein Werner, Recordbreaker oder halt einen normalen Inform wäre halt auch wirklich mega. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass die EA so krass gönnen wird, deswegen glaube ich auf jeden Fall mal, dass Messi nicht kommen wird. Alles andere wird mich eigentlich überraschen, muss ich sagen. Und sonst, ich mache im Moment meine Coins durch verschiedene Sachen. Meine Tech Aviolus, ja, ich kaufe die manchmal noch nach. Aber ich habe beispielsweise jetzt nochmal in die Top-Partien investiert, indem ich mir heute Morgen während den Squad Battle Rewards auf Spieler geboten habe. Zum Beispiel von RB Salzburg. Ich kann mal sagen, wen ich so gekauft habe. Ich habe Daniel Vaz zum Beispiel für 650 Münzen erboten, Mario Rui für 850, dann Cheryshev für 650, Junes für 650 bis 700, Minamino, also ein ZOM von RB Salzburg für 650, Gulam für 450, 500 und 450. Jaume Costa für 400 und Junusovic für 400. Und Tonelli für 450. Und Ruben Sobrino für 450. Und sonst, ich habe die Tage, habe ich mir, also das habe ich abends mal irgendwann gemacht, gegen, keine Ahnung, 23:30 oder so, habe ich nämlich auf 50 Kurzawas 1000 Münzen geboten. Weil ich ja wusste, dass der immer wieder schnell den Preis ansteigt, also den starken Preiswechsel immer wieder hat. Und da habe ich meine Chance quasi gesehen, den 50 Mal zu erbieten. Und ich habe ihn dann davon 29 Mal bekommen. Das hat mir um die, ich glaube, 20.000 bis 30.000 Münzen eingebracht ungefähr. Weil ich habe die zwischen 1.800 und 1.600 verkauft. Und ich habe mir heute Morgen nochmal 5 für 1.000 erboten. Leider gab es heute Morgen irgendjemanden, der sich dachte, yo, den kann man gerade für 1-1 einfach ganz normal kaufen. Ich biete die einfach bis zu 40 Minuten Wartezeit für 1-2. Also das ist natürlich lohnenswert. Der Typ hat auf jeden Fall Trading richtig verstanden. Klar nimmt er die Tage dann den Profit mit, aber warum kauft man sich den dann nicht einfach normal? Also wirklich, das macht halt absolut keinen Sinn. Und sonst, ich habe meine Informs noch nicht verkauft. Ich hoffe auf den Player of the Month. Ich habe zum Beispiel noch diesen Stengs-Inform und den Chilwell-Inform, den ich letztens in den Videos gezogen hatte. Und dann wollte ich auch noch kurz noch auf das Thema Kovac eingehen, was zwar jetzt nicht wirklich zum FIFA-Kanal passt, aber halt wegen Fußball und ich bin Bayern-Fan. Und ja, ich finde es leider schade, dass Niko Kovac gefreut wurde. Er hat halt die Leistung im Moment halt leider nicht so gebracht und irgendwie ein paar Entschuldigungen gesucht, aber ich finde es eigentlich dann, sage ich mal, schlecht von den Fans, den dann zu beleidigen und alles und einfach alles nur auf ihn zu schieben. Es war jetzt nicht alles seine Schuld, muss man sagen. Aber generell, ich bin gespannt, wen wir als Trainer holen. Ich hoffe auf jeden Fall nicht Mourinho. Bitte nicht Mourinho.
Ralf Rangnick, ja, als Trainer war halt erfolgreich, aber ich weiß auch nicht, ob man den jetzt so gerne in München sehen würde. Aber wir werden auf jeden Fall mal sehen. Ten Hag wäre auf jeden Fall echt gut, muss man sagen. Und ich habe jetzt noch gerade ein zwei Spieler Setup gemacht. Das werden wir jetzt einfach mal ziehen. Ihr seht das zwar nicht, aber ich ziehe jetzt einfach mal so und vielleicht ziehen wir irgendwas. Und absolut nicht. Chilmers 79er. Grüße gehen raus. Werde ich auf jeden Fall nie wieder machen. Und das Scream Event ist ja jetzt auch abgelaufen. Das heißt, vielleicht kann man sich auch überlegen, mal eine Scream Card einfach mal zu holen. Auf jeden Fall, mir fehlen, glaube ich, noch 200.000 Münzen ungefähr für Neymar. Ich hoffe mal, die bekomme ich noch bis zur Weekend League. Muss ich mich halt mal ein bisschen reinhauen. Ein bisschen so reinknien. Und auf jeden Fall die Icons Cup Spieler muss ich auch noch anspielen. Sonst würde ich sagen, was mit dem Video. Wir sehen uns sonst Donnerstag oder Freitag wieder, wenn es um die Rewards geht. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Kurz nach dem Schnitt ist, ich habe vergessen zu sagen, es wurde Gold 2.